Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Aufnahmen auf der Hofbergmann zusammen mit der Astrid, dem Uwe, dem Paul, dem Michael, dem Toledo und wunderschön. Hallo. Hola. Servus zusammen. So. Bin gerade noch entspannt bei den Honigwarmen. Haben wir gleich noch eigentlich was zu tun? Also ich mache gerade so ein bisschen Arbeitsbeschäftigungsmaßnahme hier. Oder Arbeitsbeschaffungsmaßnahme heißt es richtig. Also ich fülle die BGA jetzt noch und dann könnte ich ins Bett gehen. Ich warte auf Helmut. Ich muss noch Roller fahren. Hast du schon angesehen, Paul? Ah, stimmt, ich muss noch walzen. Nee, Walzen ist ja eins, aber du hast schon komplett angesehen gehabt? Ja. Ah, okay, das ging schneller als erwartet, tatsächlich. Okay, krass. Ja, dann feine schnell walzen. Ja, also wie ihr möchtet. Ich ich wie gesagt beschäftige mich gerade nur mit den Bienen hier oben. Ich fahr gerade die Wolle noch weg, dann können wir von mir. Ja, okay, dann gehen wir schlafen. Im Weizen bringt ja nur 5% von daher. Lass mich gerade die Wolle noch wegfahren. Kannst du auch vernachlässigt ist okay, werden. Dann hole ich hier noch. Der Schwanngurte lösen. Nein, ich wollte nicht die. Ach Mann. Dann löse ich. Uwe, Batterie wird leer. Batterie wird leer? Ja, Licht angelassen. Wo? Bei dem Schlepper. Ja, der hat die extra große Batterie drin. Ich habe das heute bei Lukas gelernt. Der stand bei mir in der Straße auch einfach und hatte die Pause einfach die LED-Beleuchtung angelassen. Also macht man einfach so, habe ich gehört. Aber was für ein Vater, warum hat er sein Kennzeichen in der Frontscheibe drin liegen? Das gehört ja nicht hin. Du witzige Geschichte, kann er dir beim nächsten Mal erzählen. Die gleiche Frage habe ich auch gestellt. Okay. Hab ich das jetzt? Ist nicht original, das steht eben dir fest. Nein, das ist vom letzten Schnee ist da etwas schief gelaufen. Das ist auch schon ein bisschen her, dass der letzte Schnee lag. Ja. Wollte ich sagen. Letzter Schnee schon gefühlt halbes Jahr her. Ich weiß gar nicht, wie lange der letzte Schnee her ist, muss ich gestehen. Wie lange ist denn der letzte Schnee her? Und davon wo? Oh, das weiß ich gar nicht. Nee, Lukas hatte gesagt, es gab ein Problem mit irgend so einem kleinen Schneehaufen, wo man dann ein bisschen rein ist und dann hat er das Kennzeichen unten nachgegeben. Deswegen liegt es gerade noch. Das kann man wieder reparieren. Ja, der Kennzeichenträger ist rausgebrochen. Auch das kann man reparieren. Ist richtig. Jetzt sag mir doch das nicht. Ich sag doch nur, wie es war. Jetzt seid doch nicht so zu mir. Gibt doch Schlimmeres als so ein Kennzeichen da unten drin. Und schon, Alter. Ich hab heute aber auch Glück, ne? Die ganze Zeit warte ich wieder drauf, dass diese Honigwarm rauskommen, aber ich habe unseren Hirsch schon da platziert, dass ich jetzt immer die Spanngurte löse oder das, spanne. Das ist ein Schuppentolero. Weiß. Komm schon. Kennt ihr das, wenn ihr so viel gegessen habt, dass euch nachher richtig schlecht fühlt? Dass ihr so viel Gäste habt, dass ihr euch richtig... Gegessen. Ach, gegessen. Entschuldigung, ich habe mir heute Morgen nicht die Füße vielleicht gewaschen. Ich habe auch Gäste verstanden. Gegessen, okay. Kenne ich, natürlich, klar. Ich glaube, das passiert jedem mal. Was gab's denn, was so lecker war? Eigentlich ziemlich unspektakulär. Also ich hatte halt das Rezept hat sich, stimmt sich, Feierabendpasta. Das ist einfach nur halt Nudeln kochen. Ja. In der Pfanne Zwiebel, Knoblauch. Kurz andünsten, Tomatenmark rein, mit bisschen Pastawasser ablöschen, Creme Fraiche rein. Parmesan, ich hatte noch, weil ich noch welche Kühlschrank hatte und die nicht schlecht werden sollten, noch Zucker mit reingeschmissen. Ja. Und klingt aber doch ganz lecker. Also ja, nichts Außergewöhnliches, aber nee, war trotzdem sehr lecker, cool. War halt vielleicht doch ein bisschen viel. Meinst du, hättest du morgen auch noch essen können? Ja, nee. Dafür war es wieder zu wenig, ne? Ja, das morgen, ist das. Nee, ja. das glaube ich das eigentlich nicht, aber morgen ist quasi Stammtag bei meinen Eltern. Ah, okay. Okay, ja gut, das ist dann ein bisschen ungünstig, das stimmt.
Nee, aber kenne ich. Wenn es zu wenig ist für zwei Tage, zu viel für einen Tag und man es dann trotzdem versucht, irgendwie nicht verkommen zu lassen und sich reinquält. Ah, so ein Klassiker. Kenne ich. Da war eine Bohnenbirne. Das stimmt. So. Mietzekatzis. Eins Micha sehe ich, hallo. Wo bist du denn gerade? Die Wolle verkaufen, hast du gesagt. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass man da Wolle verkauft. Wie sieht's denn aus? Wolle ist gleich verkauft. Soll ich direkt einfach mal mit dem Hirsch am Haus vorbeifahren oder will wer anders schlafen? Ist für mich auch fein. Ja, war vielleicht eventuell kurz abwesend. Ah. Warum? Ich hab nicht geantwortet. Weil ich ein menschliches Bedürfnis hatte. Ich muss mal gerade was über den Zaun werfen. So, bin bereit. Kann jederzeit schlafen. Okay. Ist gerade einer in der Nähe vom Haus? Ich glaube, ich habe da Hörballer hier. Ich glaube, ich hatte da zumindest Toledo mindestens rumhopfen sehen. Aber gut, Paul auch da. Dann fühlt euch gerne. 8 Uhr? Hörballer. Ja, macht. 8 Uhr ist eine gute Zeit. Macht Sinn. Guten Nacht. Schön, Paul am Bett. Ja, warum stehst du vor allen Dingen mit den dreckigen Arbeitsschuhen, Alter? Das Bett ist erst frisch gemacht hier. Ich habe die vorher gekerchert, die sind sauber. Jetzt habt euch mal nicht so. Wir haben zu viele Hühner. Ja, dann verkauft doch ein paar. Bauen wir direkt wieder. So. Ich muss noch Hühnerpaletten verladen. Hey, so, brauchen wir mal mehr Platz, wo Paletten spawnen können. Was machen meine. Sag das nicht zu laut. Mod Micha guckt die Folge und macht den Trigger größer. Ja, wenn du einmal schläfst, dann ständig die Trigger vorlaufen, ist auch doof. Ja, gut, es gibt doch Schlimmeres, ja. Es ist ja eigentlich eh nur so ein Nebenprodukt. Ja, dann kommt wieder in die Ruhe und schmeißt die Paletten wieder irgendwo hin. Ja, das ist richtig. Ich hab mal zwei. Ah! 2A? Oh. Ja, 2B. 2A! Ich kaufe 2A, was? Warum kaufst du 2A? Du hast nicht 2A. Ich weiß, dass ich gerade platt gefahren habe. Ja, deswegen A. Du hast 3 O's. Und aus 3 O's macht er 2 A's. Taladia. Ja. Ihr mich auch. Obwohl, Taladia wäre das E müsste auch noch weg, ne? Ja. Taleda. Taleda, genau, Taleda. Taleda. Oh, Taleda klingt sehr nach deiner femininen Seite. Das sollten wir so beibehalten. Das klingt mehr nach Teileder. Wow. Teileder, willst du mir mehr erzählen? Ich würde feststellen, wir sind gerade wieder Kureltern geworden. 15 Milchkuhkälbchen. Doch schön. Ja. Aufräumen. Na, komm. So, okay. Geht nicht. Geht nicht. Blinker. Komm, fangen wir hier an. Ja, geht nicht. Dieses Überladen ist aber auch wirklich so eine Kacke. Also gerade weil, also Mottmicher war ja so lieb und hat die Riemchen größer geschrieben, diese Kisten für mich. Aber deswegen sind natürlich jetzt die Riemchen gehen langsamer aus dieser Kiste visuell raus. Und wenn man gerade nicht sieht, wie viele Liter man hat, kann man das immer echt schlecht sehen. So ein bisschen arg. So, immer so eine kleine, so eine kleine Fummelarbeit. Zap. Aber gut Ding braucht Weile, oder wie heißt es so schön? Gut Ding will Weile haben. Gut Ding will Weile haben? Ich weiß es gar nicht. Weil ich Besuch keiner haben. So. Eine noch? Oh.
Zap. Nee, vergesst es. Ich wollte gerade fragen, was wir denn so am Hof zu tun haben, aber unser Feld-Django ist ja gar nicht am Start. Ja. Das ist ja natürlich echt doof. Feld-Django, wo bist du? Ja, ich sag's dir. Man hat schon mal die rote Beta. Kein Verlassener hier auf ja, die ja, ja. Also deswegen habe ich tatsächlich vorhin noch mal geschrieben. Einfach so, als weil ich dachte, naja gut, jetzt war ich gestern schon nicht da. Gibst du erstmal das Lebenszeichen und machst den Friendly Reminder, dass wir heute nicht am quasi normalen Mittwoch aufnehmen, sondern heute schon am Montag starten. Damit das jeder nochmal auf dem Schirm hat. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es hat geholfen. Ich hatte es auch nicht mehr auf dem Schirm, dass wir heute aufnehmen. Ich schon, ich habe es heute nochmal nachgeguckt. Weil ich hatte den 26. im Kopf zur Aufnahme, aber... Ich hatte im Kopf, Mittwoch geht nicht, dafür Donnerstag. Nee, aber Donnerstag geht auch nicht. 27, 29 sind nicht da. Ja, und sie kommt am, was ist das dann? Warte, Moment. 27. bis 29. ist sie nicht da, weil sie kommt am 29. auch erst irgendwie um 20 Uhr oder sowas wieder. Donnerstag ist es, glaube ich, ne? Ja, genau, Donnerstag ist es dann. Der letzte Tag vom Februar. Ja, gar nicht. Ist ja auch schon wieder vorbei. Dieses Jahr mal richtig Geburtstag. Mal wieder. Wir haben April. April, April. Was steht denn dann bitte im Personalausweis? 29. 29. Februar, ganz normal. Echt? Ja. Okay. Habe ich mir noch nicht Gedanken darüber gemacht. Nein, hat man da nichts zu tun. Du kannst ja natürlich am Tag feiern, aber das ist ja egal. Na, hätte ja sein können, dass man dann sagt, man nimmt den Tag davor oder sowas, dass es dann statt im 29. der 28. Das wäre. Das war mal eine Zeit lang, dass Standesämter bei der Geburt da gesagt haben, nee, also 29. können wir nicht eintragen. Ja, weil gibt's ja nur alle 4 Jahre so nach dem Motto, ne? Ich weiß ja, wie die Bürokratie hier in Deutschland ist. Ja, genau. Deswegen haben die eine Zeit lang wirklich gesagt, ja, nee, können wir nicht eintragen, müssen wir sich aussuchen, 1.3. oder 28. Eine, was heißt Bekannte, die bei meinen Eltern oben, die hat wirklich am 29. Februar Geburtstag. Ja. Und die hat das auch so bei sich eingetragen im Perso. Gut. Ich meine, die ist mittlerweile weit über 75, 80 ist die, ne? Aber ja. Die hat das drinstehen bei sich im Perso. Keine Ahnung, also hätte mich tatsächlich, hat oder wundert mich tatsächlich, muss ich ja gestehen. Aber es das heißt ja auch wieder nichts, aber. Ich dachte tatsächlich, dass das dann irgendwie so der A auf dem 28. gegangen wird, weil der 29. gibt es ja viel zu selten quasi. Naja, die hat auch im Prinzip dann alle 4 Jahre nur Geburtstag, ne? Ja, ist doch schön, dann ist sie doch noch gar nicht so alt. Nee. Oder Moment, 85 mal 4? Naja gut, das könnte auch so sein, ne? Vielleicht ist sie ein Papier. Nee, wenn sie nur jeden 4. gefeiert hat und jetzt ihren 85. feiert, musst du ja mal 4 quasi nehmen, weil die anderen hat sie ja ausgelassen. Theoretisch. Ja, weil sie ja nur alle 4 Jahre feiert, musst du ja durch 4 teilen, dann weißt du ja, wie alt sie ist. Kannst du es so rum auslegen? Du kannst es doch aber auch andersrum auslegen. Ja, wenn sie zum 85. Mal Geburtstag feiert. Ja, dann ja, das stimmt. So meint der Uwe das. Ja, genau. Ja, gut. Ich mach mal den Übersetzer hier. Ja, danke. Ich habe gerade überlegt, wie ich es erklären kann, aber ich habe gerade noch keine Erklärung gefunden. Also, außer vielleicht ist sie ein Vampir und irgendwie das ja, war jetzt auch keine gute. Muss ja sein, weil jetzt wäre sie ja sonst. So wäre sie ja 370. Ja, ist richtig. Ja, wer weiß, ne? Also, die hat schon einiges erlebt, die Frau. Ja. Hoffentlich hat sie damals gut in ein paar Aktien oder sowas investiert. Dann kann sie sich heute glücklich schätzen. Gab's damals schon Aktien? Ja, beim Aufkommen der Aktien, ne? Ja. Ich muss Container absetzen, damit der Dingsbums. Ja. Okay. Wo muss ich denn hier? Was hat er? Hin. Er hat den rote Beteroder. Ah! Ja.
musste absetzen. Und da habe ich übrigens irgendwann die Tage mal drüber nachgedacht, vielleicht auch schon letzte Woche, ich weiß aber nicht, ob ich es gesagt habe. Haben wir vor, so eine Suppenfabrik zu bauen? Oder Konserven? Haben wir noch nie. Okay, ich wusste es gerade nicht mehr. Mir war so nämlich. Oder diese Konservenfabrik? Weil was wollen wir damit machen? Viel können wir damit ja nicht machen, außer sie so zu verkaufen. Und es gibt doch hier hinten... Ach du Scheiße, das Baugrundstück ist ja arschteuer. Ich hätte mal vorher gucken sollen. Auf der Parzelle 41 über der 25 gibt es das Baugrundstück, aber das kostet 230.000 Euro. Das ist ja Mist. Ha. Ja, okay, das ist eine Kackidee. Aber vielleicht finden wir irgendwo eine andere Stelle, wo wir uns das mal hinstellen können. Wollen wir mal vielleicht eine der nächsten Folgen drüber sinnieren, ob das Sinn macht? Ja, können wir. Okay, perfekt. Oder machen wir das so? Liebe Leute, in diesem Sinne, für den Moment erstmal vielen Dank fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Macht's gut, bis morgen. Ciao, ciao. Tschüss.